Ich bin Baloui und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Sonne. Hier auf Ohana, ich hab schon, nein, da muss ich erst hin, ich weiß schon wieder nicht mehr, wie die Insel hier heißt. Kala, okay, das lerne ich beim nächsten Mal. Ich will nach Ohana, um mich dort auf die nächste Prüfung vorzubereiten. Das Problem dabei, um Ohana zu erreichen, muss ich zuerst Route 4 passieren. Wo bereite ich mich also am besten auf Route 4 vor? Na, geh dein Pokémon-Team heilen, dann ist alles gut. Wer sind die denn jetzt? Hey, du da! Was sind das für Typen? Oh, vielleicht doch kein Typen. Aha, tut mir leid, dass wir dich so erschreckt haben. Du bist auf der Inselmannerschaft, oder? Ich bin Dexio. Ich heiße Sina. Ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Also, wer etwas von sich selbst eingebildet hier, oder was? Wir sind hergekommen, um zu sehen, um die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Aber wir interessieren uns auch sehr für die Inselwanderschaft, die es nur hier gibt. Was sagst du? Du willst einen Kampf gegen Dexio wagen? Habe ich nicht gesagt. Wie bitte? Obwohl, wo wir schon mal hier sind, lass uns einen Kampf austragen. Ja, okay. Dann zeig ich dir mal, was ich und mein Partner so drauf haben. Warum muss ich gegen die kämpfen? So random, einfach irgendwelche Typen, die ankommen und sagen, hey, lass kämpfen. Dexio. Der hat zwei Pokémon, okay. Ein Fleckmann hat er. Ja, ist mein Wasser-Pokémon jetzt nicht das Beste gegen, aber egal. Wasser, mein Feuer-Pokémon. Alter, was laber ich? Aber egal, Mizuna macht ihn trotzdem wahrscheinlich ganz nicht sehr effektiv. Ja, hier, wir haben was sehr Effektives. Schlecker ist immer gut. Hoffentlich ist er nicht zu schlau. Komm, paralysier ihn. Oh, oh. Okay, wir tauschen das Pokémon aus. Okay, okay, ich hab's verstanden. Was haben wir denn Gutes gegen die? Ich glaube, wir holen Mauzi. Komm schon, Mauzi. Gib Gas. Meine, er ist Fleckmann, das ist Level 15. Finde ich schon krass. Ja, war klar, dass er nochmal Aquaknarre einsetzt. Aber macht meinem Mauzi so gut wie gar nichts. Hier, bis Unlicht und tschüss. Na, reicht es nicht ganz. Aber egal, machen wir nochmal, dann ist vorbei. Der Schluss wird lustig. Ich finde immer noch, dass Mauzi sehr seltsam da steht. Aber ist egal. Gehört halt dazu, muss ich mit leben. Fleckmann ist schon mal weg. Mal gucken, was er noch hat. Mizuna hat sowieso jetzt erstmal Level Up, Level 21, auch schon mal sehr geil. Ratzfatz Level 16, ich werde eh nicht das ganze Team so behalten. Hyperzahn, oh, Hyperzahn sollte man was unbedingt behalten. Was tun wir dafür raus? Tackle kann weg. Ratzfatz, naja. Auch ein Pokémon, was ich nicht auf Dauer behalten möchte. Psyana, oh, ja, wir wechseln dann wieder auf meinen Mizuna. Der sollte dem Ganzen ein schnelles Ende bereiten. Sieht meine Katze nicht cool aus? Ja, ne? Hallo, Psyana. Katze gegen Katze. So gehört sich das. Oh, Feuerzahn und... Flinkklaue pockt auch noch. Nice. Irgendwann brauche ich ein besseres Item. Aber im Moment reicht das. Nein, nicht verwirren. Ne, warte. Konfusion war nur ein Angriff. Habe ich ganz vergessen. Es gibt so Angriffe, die so ähnlich heißen wie... weiß schon. Konfusion und... Verwirren. Warte, wie heißt das denn richtig? Egal. Oh, Mietzekatze ist kaputt. Egal. So. Ah, wie ich sehe, unterscheiden sich die Trainer in Alola von denen in Kalos. Beide haben ihren eigenen Stil. Ja, bitteschön. Platt gemacht, würde ich sagen. Etwas anderes hätte ich von einem Trainer auf Inselwanderschaft auch nicht erwartet. Ich kann die starke Verbindung zwischen dir und deinen Pokémon spüren. Ein Moment lang hat es sich so angefühlt, als wäre ich Teil deiner Inselwanderschaft gewesen. Als kleines Dankeschön heile ich deine Pokémon. Ja, Dankeschön, wow. Ich hätte lieber Geld gehabt oder so. Du und deine Pokémon seid eine nahezu unschlagbare Kombination. Das erinnert mich an uns früher und an die fünf jungen Trainer von damals. Dann ist es beschlossene Sache. Ich kann dir diesen wichtigen Gegenstand anvertrauen. Was, ich habe einen Zygarde-Würfel gekriegt? Wofür? Damit kannst du die Kerne und Zellen eines Pokémon namens Zygarde sammeln. Mehr dazu erzählen wir dir ein andern Mal. Pass vorerst einfach gut drauf auf. Wenn du auf Inselwanderschaft bist, könnte es nicht schaden, deine Pokémon auf Route 4 zu trainieren. Also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen. Bon voyage. Ja, der Alola-Groß ist so toll. Tschüss.
Wiedersehen. Lasst mich in Ruhe. Aha. Muss ich jetzt erst ins Hotel oder muss ich jetzt auf Route 4? Ich bin so unsicher. Komm, wir gehen erstmal ins Hotel. Uns ein Zimmer nehmen. Auf Arcada gibt es übrigens noch ein Hotel. Welches besser ist, das sollen die Gäste schon selbst entscheiden. Aber hier im Hotel Meeresrauschen haben sie mich wenigstens genommen. Also gefällt es mir hier. Oh, das ist einer, der keinen Job hatte vorher. Oh, wow. Boah, Alter, ist das Hotel schick. Alter. Hallo. Los geht's. Heute steht die Farm in der Nähe von Ohana auf meinem Sightseeing-Programm. Ja, Cora, ist okay. Boah, guckt euch das mal an. Hallo, Sterno. Wie geil ist denn das hier? Guten Tag. In deinem Beutel scheint Platz für alles zu sein. Wenn ich du wäre, würde ich einfach selbst in den Beutel hüpfen und darauf warten, dass mich jemand mit auf Reisen nimmt. War das gerade ein Witz? Ein eigener Sarkasmus an die eigene Engine von Pokémon, wo man unendlich viel Platz hat in den Taschen? Gut gemacht. Hey, das ist doch ein Rot im Pokédex. Sowas sieht man nicht alle Tage. Wenn man damit die Habitate eines Pokémon abruft und die Zoom-Funktion der Karte benutzt, erfährt man jede Menge hilfreiche Dinge, oder? Ja, habe ich bestimmt schon benutzt. Oh, du bist es, Baloui. Auf dem Weg hierher kamen mir einige Mitglieder von Team Skull entgegen. Also habe ich einen Umweg gemacht, um keinen Ärger zu bekommen. Leider konnte ich deswegen meine Verabredung nicht mehr einhalten. Egal, nun bin ich ja hier. Du bist auf dem Weg zur nächsten Prüfung, nicht wahr, Baloui? Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass die nächste gelegene Prüfungsstätte hinter Route 4 zu finden ist. Hä, aber du wolltest doch mit mir hier treffen. Warum? Warum sagt sie da nichts? Hallo? Ich löchere diese hübsche Dame hier gerade mit Fragen über die Alola-Region. Wenn ich einmal Pokémon-Charme einsetze, sinkt mein Angriffswert sofort in den Keller. Was auch immer mit dieser Frau falsch ist. Hallo? Ein blaues Dach in Kantai. Blau wie auch die weite See. Blau genau wie deine Augen, die im Traum ich oft noch sehe. Hier im Hotel Meeresrauschen traf ich dich und du trafst mich. Weißt du noch die Lumineon, wie sie tanzten in den Wogen? Weißt du noch die roten Wangen, als wir lachten frei von Sorgen? Drum buche schnell und sei unser Gast. Wir befreien dich von jeder Alltagslast. Okay, ihr habt echt einen Knall hier. Da ist ein Item. Ich habe eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Die sah aus wie Schleim. Ich habe Schleim gefunden. Und Sina ruft an. Dein Zikadewürfel hat mir gerade ein Signal übermittelt. Ja klar, haben die auch noch Überwachungstool in den Würfel reingebaut. Der geheimnisvolle Organismus, den er soeben absorbiert hat, ist eine Zikadezelle. Der Zikadezellwürfel, den wir dir gegeben haben, fungiert als Behälter für Zikadezellen und Kerne. Es ist für sie wie eine Art Nest. Sein Sinn und Zweck ist es, die Zellen und Kerne in sich aufzunehmen. Das war's erstmal von mir. Ich melde mich dann später wieder. Au revoir. Sind das Franzosen? So, jetzt einmal gucken. Kriegen wir hier ein Zimmer? Hallo. Willkommen im Hotel Meeresrauschen. Ne, kriege ich nicht. Ja gut, hier kann ich nichts machen. Ich kann nirgendwo rein. Gut, dankeschön. Egal. Wir haben ein Stück Lebensform. Oh, warte, hier, die winken schon wieder. Hallo. Der traditionelle Alola-Tanz drückt Dankbarkeit aus. Ich denke, dass wohl auch die Z-Kraft-Posen diverse Gefühle zum Ausdruck bringen soll. Kriege ich die jetzt auch? Ich liebe die Sonne, wie sie strahlt, wie sie lacht. Ich liebe den Mond, wie er scheint in der Nacht. Ja, ihr seid... Wie viele Gedichte haben die denn noch hier reingebracht? Aber egal, wir gehen jetzt auf die nächste Route. Und das ist Route 4. Neue Pokémon fangen ist vor allem die Devise. Irgendwas Geiles. Ich will irgendwelche coolen Pokémon. Ich hätte jetzt gerne ein Pflanzen-Pokémon. Nein. Wisst ihr, ich gehe auf eine neue Route, hoffe, dass was Gutes kommt. Erstmal wieder ein Pepek. Haben wir auch nicht. Nur weil er Level 14 ist, muss man ihn nicht neu auf eine Route setzen. Hey. Hey, hat er gerade meine Attacke abgewehrt? Was zum alles in der Welt ist mit dir denn nicht in Ordnung? Geh sterben, Mann. Tschüss. Ja. Tut mir leid für fürs kleine Vögelchen, aber wir brauchen nur neue Pokémon. So, hallo. Hey, du. Sobald sie unsere Blicke treffen, bin ich zur Stelle. Dafür musst du nicht mal klingeln. Hä? Das ist wahrscheinlich im Englischen ist bestimmt voll der geile Spruch, aber im Deutschen. Ach so, klingeln, weil Hotelpage, ja. Okay. Hallo, George. Ein Driftlon. Aber nur ein Pokémon? Okay. Dieser komische Luftballon, der Kinder entführt. Den müssen wir erstmal schnell niederstrecken. Sagen wir einfach niederstrecken. Tschüss.
Nein, der hat's überlebt. Wieso? Egal. So, noch Kratzer drauf. Ich meine, mir macht das ja auch gar nichts aus. Je mehr ich jetzt gegen... Bin ich so dumm? Hat das gerade wie keinen Schaden gemacht? Warum nicht? Ja gut, das wusste ich natürlich. Das wusste ich. Und deswegen mache ich jetzt wieder was anderes. Tschüss. Wenn du dich nur aufpumpst und deine Werte erhöhst, kein Wunder, wenn du gegen mich verlierst. Bitter, nicht nur, dass ich jetzt kein Trinkgeld kriege. Ich muss sogar mein eigenes Geld herausrücken. Ja, hättest du mich nicht angreifen müssen, ne? Ich hab dich nicht hier herausgefordert. Warte, hier gibt's immer irgendwelche Secrets. Wenn ich hier... Ich sehe das schon. Hier ist bestimmt ein Item. Ja. Oh, ein Superball. Ist egal, kann man immer gebrauchen. Schadet nicht. Komm, hier noch ein neues Pokémon. Bitte. Irgendeins, was wir noch nicht haben. Und es ist ein... Ach, leck mich doch. Wenn ich jetzt noch so einen blöden Vogel treffe, ne? War's das? Können wir doch nicht mal nur Pepex auf die Straße schmeißen. Ja, so, One-Hit. War ein Level schwächer als das vorherige. War ja dann easy. Trompec, ja, seht ihr, ich habe nämlich ein eigenes. Level 17, schön. Ne, Trompec ist ja schon eine Weiterentwicklung. Ha, schade. Okay, ist hier vielleicht... Ah, oh, ich habe einen mit Mini-Pilz gefunden. Ich finde, also sie machen einem das hier nicht so besonders schwer, versteckte Items zu finden. Oh, hier ist noch was für von Zygarde. Und noch eine weitere schleimige Lebensform. Yay. Hallo du? Sich schlängelnde Wege bergen oft geheime Orte, die man nur allzu leicht übersieht. Nein. Denke nicht. Guck mal, hier ist ein Typ. Du kennst mich. Du kannst mich den Sammler nennen. Warum? Weil ich gerne Pokémon sammle. Ja. Toll. Du kannst mich Balui nennen. Warum? Weil ich Balui bin. Das ist so dumm. Du kannst mich... Du kannst mich den Großen nennen, weil ich der Große bin. Ah, nein. Ich muss gegen mich selber kämpfen. Okay, das Witz versteht ihr nur, wenn ihr Miris Let's Play guckt. Da ist ein Mamfaxo. Das, ja, also in Miri, ihr Mystery Dungeon, spiegele ich das Mamfaxo wieder. Könnt ihr ja mal reingucken. Da, ja. Und jetzt muss ich mich selber besiegen. Das ist nicht so nett. Okay. Was macht es? Ja, klar. Spezialverteidigung anheben. Na toll. Ich habe aber nur Spezial fast. Egal. Wir machen es noch so platt. Ich denke, wir werden das jetzt nochmal machen. Nee, Schlecker. Ja, Schlecker gegen mich ist nicht so schlau. Aber ich bin selber Geist. Und ich habe mich selbst getötet. So gehört euch das. Hat er noch irgendeins? Als nächstes ein Kindwurm. Oh nee, das lassen wir. Balui einfach. Quatsch. Mizunda einfach draußen. Hey, das will ich haben. Gib mir das. Der hat echt coole Pokémon, ja? Ich hätte gerne beide. Der hat echt geile Pokémon dabei. Gefällt mir sehr, sehr gut. Zurückgeschickt. Witzig. Ich weiß, dass da stand, das war nicht effektiv, aber ist mir egal. Ich mache ihn trotzdem platt. Ja gut, ich mache halt Feuer-Odem auf Feuer-Pokémon. Das dürfte auch nicht effektiv sein. Ist es aber nicht. Also es war okay. Na gut. Tschüss, Kindwurm. Auf Wiedersehen. Möglichst gegen möglichst viele Pokémon zu kämpfen, hilft mir, dass ich nachher alle Analysen habe, welche Attacke wogegen effektiv ist. Weil Balou ist nämlich dumm, der kann sich das nämlich nicht merken. Kreideschrei? Nee. Kreideschrei will ich nicht. Das brauchen wir nicht. Mangunio auch noch Level Up, Wingo Level Up. Ja, ihr kriegt alle Level. Wow. Aber ich will euch wahrscheinlich alle nicht behalten. Oh, jetzt habe ich meine Sammlung wohl um eine Niederlage ergänzt. Tja, leg dich halt nicht mit Balou an. Das ist die Devise. Beleber haben wir bekommen. Ja, das ist gut. Der ist nämlich sehr viel wert. So, hier vielleicht noch ein wildes Pokémon drin, was wir nicht haben. Würde mich zumindest freuen. Oh, nein. Was bist du denn für ein Esel? Ein Pampuli? Du ahnst es nicht. Okay, ich bekämpfe dich, aber ich werde dich auch einfangen. Aber du bist ein Esel. Das kann man doch nicht mehr Pokémon nennen, oder? Ja. Nein. Wie? Es ruft, ach ja, die können ja um Hilfe rufen. Das habe ich ja voll vergessen. Okay, keine Hilfe bekommen. Hahaha.
Du bist meins. So, hier, bitteschön. Komm, komm zu mir. Ich will dich zwar nicht haben, aber... Wobei, so ein Esel? Ich weiß nicht, wie viele Entwicklungsstufen hat das? 2 oder auch nur? Dann ist das langweilig. Wenn es 3 hat, könnte man es vielleicht behalten. Könnte vielleicht nachher drauf reiten. Keine Ahnung, ob das geht. So, erstmal Level Up für meine Mietskatze. Wichtigste. Sehr schön. Ratzfatz noch Level Up. Wow, toll. Pampuli wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Erstmal gucken. Ne, ist nur eine Entwicklungsstufe. Ja, ich glaube, das will ich nicht haben. So, und zwar... Ach so, jetzt nächste Insel. Akala Pokédex. Ja, ja, ja. Der ganze Schlamm an seinen Füßen sorgt für die nötige Bodenhaftung, die es für seinen kraftvollen Lauf braucht. Das sieht irgendwie süß aus, aber ich weiß nicht, ob ich es behalten will und so. Auf Wiedersehen. Ich glaube, wir lassen es erstmal. Wobei es bestimmt mal eine Alternative ist zu dem, was man sonst mit sich rumschlört. Da unten war ein Item, habt ihr gesehen, aber erst muss ich jemanden bekämpfen. Hallo? Bei der Auswahl meiner Reiseziele lasse ich meine Apps entscheiden. Oh wow, ist das ein Nerd? Ein Handy-Junkie oder so? Mal gucken, was da steht. Urlauber Shishini. Shinichi. Da hat wohl jemand vergessen, den Namen ordentlich zu übersetzen. Ah, dein Ratzfratz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch noch ein altes. Er hat nicht mal ein Alola-Ratzfratz. Warum? Na gut, mir doch egal. Stirbt auch so oder so. Doch, von den Werten macht das auch keinen Unterschied, ob du ein Alola-Ratzfratz hast oder ein normales. Tschüss. Ratzfratz wurde mir zwar von meinen Apps empfohlen, aber irgendwie konnte ich mit ihm nicht viel anfangen. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Möchte jemand ein Ratzfratz? Möchte jemand ein Radikal? Miris Lieblingsspruch. Lass uns das Item abholen. Und wir haben ein Zitterorb. Was ist das denn schon wieder? Wahrscheinlich für Elektroattacken. Aber wir haben noch kein Elektro-Pokémon. Dabei hätte ich gerne eins. Irgendwann werde ich schon eins finden, aber ich werde kein Pikachu mitnehmen. So, wen haben wir hier? Ach, schon wieder Ratzfratz. Ach Mann, ey. Wie hatte der überhaupt ein normales Ratzfatz hier haben können? Ja, die Ratzfatz halten ja auch nichts aus. Ja, ruckzuck, ruckzuck, ruckzuck vorbei. Oh. Sei denn, sie halten ein bisschen mehr aus. Nein, 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 nein. Keiner da. Finde ich gut. Bisher habe ich immer ein bisschen Glück. Also wenn ich so Miri ihr Let's Play gesehen habe, die hatte oft, dass die irgendwelche blöden... Ja, Verstärkung da hatten. Und dann braucht man AOE-Attacken, so wie Surfer oder so. Tja, kein neues Pokémon. Irgendwie ist das sehr, sehr traurig. Gut, aber bevor wir zum nächsten Ort gehen, würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ihr kommt morgen wieder, da gibt es die nächste Folge. In dem Sinne, haut rein und bleibt schön feurig. Ciao.